Hufrehe ist das Thema unseres Webinars, Herr Dr. Krehling. Warum ist Hufrehe ein so aktuelles und ein so wichtiges Thema? Hufrehe ist eine typische Zivilisationserkrankung. Das heißt, wird durch die heutige Haltung und Fütterung der Pferde deutlich beeinflusst. Deswegen müssen wir auch schauen, wie können wir eventuell Hufrehe verhindern. Und das wird auch der Schwerpunkt meines Webinars sein. Auf welche Aspekte werden Sie ganz besonders eingehen in diesem Webinar? Ich werde auf die internistische Begründung, warum nun Hufrehe überhaupt entsteht, eingehen. Das heißt natürlich auch, wie füttere ich mein Pferd, wie halte ich mein Pferd, und werde auch natürlich die, ich sag mal, Ansätze der Therapie diskutieren. Da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten, auch ein Hufrehe erkranktes Pferd entsprechend in seiner Lebensqualität wieder zu verbessern. Was werden unsere Zuschauer, unsere Teilnehmer ganz besonders mitnehmen, also für die praktische Anwendung? Der wesentliche praktische Anteil, der geht um die Prophylaxe. Wie kann ich verhindern, dass mein Pferd wirklich Hufrehe entwickelt? Wenn ein Pferd, was einmal Hufrehe hat, hat sein Leben lang Hufrehe, mehr oder weniger deutlich. Und werde natürlich aber dann auch das Hufrehe-kranke Pferd diskutieren und dann versuchen, Lösungsansätze zu geben. Wie gehe ich mit meinem Hufrehe-erkrankten Pferd um? Also, meine Damen und Herren, wenn es um das Thema Hufrehe geht, dann dürfen Sie dieses Webinar garantiert nicht verpassen.